Venerable Bald. Grace the Ride Along. With Geralt of Rivia. Along came this song. Und jetzt versuche ich ein E zu greifen mit diesen Fingern. Ich werde dieses Lied nicht singen. Ich wollte euch nur dieses Instrument vorstellen. Es ist eine Gitarrenlaute, eine Mischung aus Laute und Gitarre. Ja, das heißt, es ist eine Mischung aus beiden. Es wird auch gerne als Bastardlaute bezeichnet, für alle Leute, die sie mögen. Sie ist ein schönes Instrument. Ich kann tatsächlich noch ein paar Worte bzw. Noten bzw. Griffe. Ich habe Gitarre auf einem dieser Instrumente gelernt, Mitte der 80er bis Anfang der 90er oder bis ich 16 war, das heißt bis 1993. Ja. Mit diesen Fingern kann man übrigens weder ordentliche Griffe greifen, weil man Fettfinger hat, also Wurstfinger. Es ist schwierig. Das sollte aber einen nicht davon abhalten, es zu versuchen. Ähnlich wie beim Laute spielen, beim Gitarre spielen, beim Blockflöten spielen, was ich übrigens freiwillig gelernt habe, vor 10 Jahren oder so, ich kann es nicht wirklich, wurde ich natürlich auch gezwungen, Klavier zu spielen. Und damals schon hatte ich das Problem gehabt, nicht gleichzeitig auf die Noten schauen zu können und die Taste zu drücken. Das heißt, da fehlte die Verbindung. Und auch beim Gitarrespielen, ich habe übrigens die Griffe immer noch hier, beim Spielen muss ich tatsächlich immer noch abwechselnd hin und her schauen. Warum präsentiere ich dieses übrigens grandiose kleine Instrument hier? Ich liebe es. Ich wollte übrigens jahrelang eine Laute haben, weil, wenn du eine normale Gitarre nimmst, da ist der Steg normalerweise höher. Ja? Und wie willst du Barré greifen? Ja? Mit diesen Fingern. Es ist unsagbar nervig. Na gut, nervig ist es. Also du kannst ein paar Griffe. Du kannst immer ein paar Griffe. Du musst nur üben. Üben. Warum präsentierte ich dieses Instrument gerade? Zum einen könnte ich natürlich sagen, ich will euch dazu bringen, unbedingt Gitarre und eine Gitarrenlaute zu lernen, was natürlich recht cool ist, insbesondere jetzt, wo alle Leute plötzlich auf The Witcher stehen, auf die Serie. Ihr müsstet dann aber eine echte Laute kaufen. Oder auch nicht, wer weiß. Es ist völlig irrelevant. Es gibt genug Fanfiction da draußen, um jedes Thema, jedes Buch, jeden Film in eine Richtung zu lenken, die niemals offiziell angedacht war, aber immer die Möglichkeit gegeben hat. Das heißt, ihr könnt ruhig auch mit einer Gitarre oder mit einer Ukulele oder mit einer Trompete versuchen, Musik zu machen. Musik machen ist übrigens auch sehr cool. Man muss üben, ähnlich wie beim Schreiben. Und man kann viele Melodien noch finden, ähnlich wie beim Schreiben. Was ich aber explizit dazu sagen will, ist Folgendes. Ich habe 27 Jahre lang keine Gitarre gespielt. Keine Laute, also keine Gitarrenlaute, richtig. Ich hab ein Keyboard hier, vermutlich ist es jetzt auch schon 25 Jahre alt, spielen das aber selten. Ich finde es aufwendig, es einzuschalten, also zuerst anzuschließen, aufzustellen, anschließen und so weiter und so fort. Bei einer Gitarrenlaute ist es anders. Man fängt da an, also man nutzt sie, dann spielt man ein paar Minuten und das war's dann wieder. Ja, oder man versucht ein paar Lieder. Ich kann übrigens Country Roads ganz hervorragend nachspielen. Dank Internet-Webseiten, die kostenlose Chords, also Tabs, präsentieren. Ich will aber auf etwas zurückkommen. Wie gesagt, ich habe 27 Jahre lang nicht gespielt. Aber ich wollte
immer noch sehr gerne mal üben. Ich wollte mir das als E-Gitarre oder ein E-Bass kaufen. Was ich übrigens noch immer nicht ausschließe. Man soll das tun, was man tun will. Und wenn man bereit ist zu üben, dann soll man es machen. Ich habe mehrere Griffe übrigens neu gelernt. Augenscheinlich habe ich sie vergessen oder ich habe sie komplett ignoriert oder sie standen nie in den Liederbüchern drin, die ich damals nachspielen musste. Klavier war immer einfacher. Wie gesagt, mehr als eine Taste mit diesem Finger zu erwischen, ist schwierig. Mehr als eine Saite auf einer Gitarre oder auf einer Gitarrenlaute zu erwischen, ist so simpel, dass es schon wieder ein Fehler ist, weil es ein Fehler ist. Bevor ich jetzt wieder abschweife, weil ich heute augenscheinlich immer wieder abschweife, ist Folgendes. Wenn wir in die Schule kommen, lernen wir schreiben. Die meisten von uns jedenfalls. Viele von uns können vorher schon lesen. Lesen ist einfach geworden. Schreiben ist schwierig. Weil Schreiben wirklich Arbeit bedeutet. Du musst deine Gedanken mehr oder weniger unbewusst natürlich in deine Hände, in deine Finger, in deinen Stift führen, um die richtigen Gedanken, die richtigen Worte, die richtigen Symbole aufzuschreiben. Das heißt, Deutschunterricht ist, wenn ein Buch gelesen wird, total entspannend, aber plötzlich kommt ein Diktat oder ein Aufsatz oder eine Glosse und dann wird's und dann sagen die meisten Leute, nein. Oder sowas wie, schreib einen Aufsatz von 500 Worten. Und wir alle, die wir schreiben, sagen, 500 Worte sind nicht das Schwierigste der Welt. Es war aber mal das Schwierigste der Welt. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, mehr als 500 Worte am Tag. Wer zur Hölle erwartet das? Und dann vergleicht man sich mit Bekannten, Schriftstellern, und die schreiben 3, 4, 10.000 Worte am Tag. Und du denkst dir, warum? Ganz einfach, weil sie es wollen. Aber aus dem, aber die Pflicht, wie soll ich sagen, dieses Wollen ist kein Wollen, das sagt, heute will ich, morgen will ich nicht, sondern es ist ein Wollen, das sagt, ich will am Ende ein Ergebnis haben. Und so wie die Schule sehr oft die Freude am Schreiben an sich verdrängt, so verdrängt auch die Arbeit beim Instrument üben, die Freude, es zu können, oder zumindest zu versuchen. Ein Gedicht, das man geschrieben hat, ist ein interessantes und schönes Erlebnis, weil man seine Gedanken ausdrücken kann. Wenn man allerdings darauf geeicht ist, dass das, was man schreibt, unter Umständen nicht gelesen wird. Oder weil das, was man schreibt, nicht passt, weil es nicht korrekt ist. Ich beziehe das jetzt nicht unbedingt auf Rechtschreibung, denn ich liebe Rechtschreibung und ich arbeite und Rechtschreibung ist für mich wichtig. Ja? Das ist ist für mich Luft zum Atmen. Ich beziehe mich aber auf gewisse Interpretationen aus dem Deutschunterricht, die nicht passend waren oder nicht korrekt nach dem Lehrplan, beziehungsweise nach der Auslegung der Experten. Und die Experten verdienen Geld damit, dass sie Experten sind. Aber wenn grundsätzlich gesagt wird, deine Auslegung dieser Texte ist falsch, ja, wieso? Und du bekommst auch eine Zensur dafür, dass deine Auslegung falsch ist. Dann verlierst du die Freude an der Auslegung selbst. Dann beginnst du irgendwann nur noch dich an die Vorgaben zu halten, beziehungsweise nur noch die Texte abzuarbeiten und nicht mehr zu genießen. Beim Spielen eines Musikinstrumentes ist es nicht unbedingt ähnlich, ist es anders. Gut, ich rede jetzt nicht von Musikunterricht. Du bekommst eine Zensur, weil du nicht singen kannst. Ich meine,
Oder eine schlechteste, soweit du nicht singen kannst. Ich kann singen, zumindest gehe ich davon aus, und ich habe immer relativ gute Zensuren im Musikunterricht gehabt. Aber wenn gewisse Dinge bewertet werden, für die man nichts kann, ja, was dann? Wie schon gesagt, mit diesen Fingern, ja, mit diesen winzigen Fingern, ordentliche Griffe auf einer Gitarre zu greifen, sollte nicht bestraft werden. Und die Bestrafung, die wir uns für Texte haben geben lassen in der Schule, halten viele Leute davon ab, später zu schreiben. Viele werden sich erinnern und werden sagen, mein Aufsatz in der 7. Klasse, der hat schlechte Bewertungen bekommen. Also, was ist mein Wert als Autor, wenn ich mich daran erinnern kann, dass etwas objektiv falsch ist? Ja. Ich will jetzt nichts über das Schulsystem sagen. Ich bin DDR-Kind. Ich musste auch Schreibmaschinenkurs machen. Übrigens, ich kann immer noch nicht 10 Finger schreiben, das ist auch völlig egal. Ja, ich bin kein Sekretär. Mir reicht mal diese Finger und kleiner. Und selbst beim Schreiben hier, es ist egal. Es sollte einem die Freude nicht nehmen. Es passiert aber eben, dass einem die Freude genommen wird. Und es ist notwendig, diese Erinnerungen, diese schlechten Erinnerungen zu überwinden. Absolut. Es ist absolut notwendig, diese zu überwinden, um etwas aus sich zu machen, was man machen will. Wenn jemand sagt, ich möchte Bücher schreiben, aber meine Lehrerin hat gesagt, nee, lass es. Ja, dann tu es zweimal. Ja. Tu es aus Rache. Tu es, um es zu beweisen. Ja. Die Meinungen von Leuten sind erst dann wichtig, wenn du dich dem Publikum aussetzt oder die Kritiker. Ja. Was für mich heute nur kurz heißt, schreibt, wenn ihr es geschrieben gehabt habt, gehasst habt. Ich konnte nicht zeichnen. Malen, das war die absolute Hölle. Das kann ich immer noch nicht. Ich habe mir vor Jahren einen Filfederhalter gekauft, weil meine Schrift so unglaublich schlecht war, weil in der Schule war sie schon schlecht gewesen. Ich habe keine guten Zensuren bekommen für Schriftformen und so weiter und so fort. Mit einem ordentlichen Federschreiber und dem Wunsch, cool zu schreiben, kann man tatsächlich lernen, deutlich besser zu schreiben, weil man es will. Das heißt, wenn ihr in der Schule wart und jemand hat gesagt, eure Texte sind schlecht, dann könnt ihr sie der Lüge überführen, indem ihr einfach gut schreibt oder schreibt. Denn wenn ihr durchgehend schreibt, dann wird am Ende auch was rauskommen, was gut ist. Wenn ihr euch der Kritik aussetzt, es ist notwendig, dass man sich der Kritik aussetzt. Ja, macht das draus. Aus diesem Video. Es war jetzt kein Buch oder sowas. Es ging jetzt einfach. Es war mehr tiefenphilosophisch an einem Freitagnachmittag. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Bleibt gesund, ja. Und solltet ihr irgendwo ein Instrument finden. Und eure Finger haben tatsächlich 3 Glieder. Oder ihr sagt, ihr wollt ein Instrument lernen. Es ist möglich. Aber macht auch Spaß. Ich hasse das G übrigens. Ja, das ist furchtbar. Gut, wir hören voneinander. Wir sehen.